Unermüdlich suchen hunderte Rettungskräfte unter den Trümmern weiter nach Überlebenden. Die Zahl der Todesopfer ist nach dem verheerenden Einsturz einer Autobahnbrücke im norditalienischen Genua auf mindestens 35 gestiegen. Die vierspurige Morandi-Brücke war auf einer Strecke von mehr als 200 Metern eingestürzt. Lastwagen und Autos stürzten etwa 45 Meter in die Tiefe und wurden teils unter Betontrümmern begraben. Das Unglück wirft Fragen nach der Sicherheit der Infrastruktur im Land auf. Es liegt nun in unserer Verantwortung, außerordentliche Maßnahmen einzuleiten, um die gesamte Infrastruktur zu überprüfen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich eine solche Tragödie wiederholt. Das Unglück in Genua lenkt auch den Blick auf die Infrastruktur in Deutschland. Hierzulande gibt es nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen rund 40.000 Brücken an Autobahnen und anderen Fernstraßen. Nach aktuellen Zahlen des Bundesverkehrsministeriums ist gut jede achte Brücke marode.